weiß ja nicht, wo du sonst so den Gottesdienst besuchst, aber hier bei uns in Istigkeit ist der Konfirmationsgottesdienst und die Predigt immer was ganz Besonderes. Ja, da hast du natürlich recht. Das ist ja immer was total Schönes. Ich erinnere mich da, vor 2 Jahren haben wir sogar gespielt im Gottesdienst. Sheffield Lab mit den Konfis damals. Stimmt, und ich erinnere mich an einen Gottesdienst, da haben wir ein Video gesehen von Edgar von Hirschhausen, diesem Komiker. Ja, genau, das ist ja immer was, was zu dem Jahrgang noch passt, was sie so inhaltlich gemacht haben. Ja, oder was sie eben auszeichnet, diesen Jahrgang. Ja, und bei dem Jahrgang mit dem Spielen war das die Freude am Spielen. Da haben wir ganz viel gespielt in dem Jahr. Ich glaube, bei Edgar von Hirschhausen hatten die den Konfi-Cup gewonnen. Ja, stimmt. Da bin ich ja mal gespannt, was der Jahrgang, der jetzt hier sitzt, so kriegt, dieses Jahr. Vielleicht eine FFP2-Maske. Das war ja ein totaler Corona-Jahrgang. Stand ja alles unter dem Zeichen. Oder vielleicht gibt es auch was mit Laptop nach dem Motto virtueller Unterricht. Boah, nee, also ich glaube, da haben die gar keinen Bock drauf. Ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mehr. Ich finde, Corona sollten wir am besten mal gar nicht mehr erwähnen. Davon haben die doch genug in ihrem Jahr. Und dieser komische Online-Unterricht, da haben die A auch genug von, und den hatten die bei uns ja gar nicht. Bei uns war es schön fleißig, die haben sich live getroffen die ganze Zeit. Ja, stimmt, da hast du recht. Aber jetzt haben wir, also langsam könnte die Predigt wirklich mal losgehen. Ja, ja, aber ich glaube, da habe ich auch schon was. Ah, perfekt, der Kopf steht da schon. Eine Runde Schleudersitz, wer ist dabei? Ich bin dabei. Ja, Moment, bevor ihr anfangen, gib mal den Mann her. Daumen fehlt. Ja, vielleicht gleich, aber erstmal sehe ich, da steht was drauf. Hä? Zeig mal her. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gehört. Ja, ich glaube es auch. Das war doch dieser Predigtext für heute, oder Jakob? Ja, also ich bin nicht der Pfarrer. Mein Vater ist doch im Krankenhaus. Er hat nur gesagt, ich soll herkommen und Basketball nicht sprechen. Also wegen dem Predigtest, da müssen wir schon mal den echten Pfarrer fragen. Und wir haben zum Glück einen echten Pfarrer da, der Abraham. Ja, hier steht's drauf. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Genau. Okay, und was steckt jetzt hinter dem Vers? Der wurde geschrieben an eine Gemeinde, die in der Krise war. Das war ein paar Jahre, nachdem Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen war. Manche Dinge waren nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Sie hatten gehofft, jetzt klappt alles, in seiner Kraft der Auferstehung gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Aber dann war es nicht so, er kam nicht so schnell wieder, wie erwartet. Und sie kriegten Druck, sie wurden angefeindet. Viele fanden das nicht so gut, was sie erzählt haben, dass da einer von den Toten wiedergekommen ist und dass der Gottes Sohn ist und Gott in einer ganz neuen Weise bei ihnen ist. Das passte nicht zu den Vorstellungen. Und diese Gemeinde kriegte Angst. Angst vor der Zukunft. Angst, Dinge falsch zu machen. Sie zogen sich auf sich selbst zurück und sie bewegten sich kaum. Und da hat Paulus ihnen diesen Mutmacher-Vers geschrieben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht und Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Allerdings habe ich keine Ahnung, was das jetzt mit Basketball zu tun hat. Das ist irgendein Freund-Joke, den ihr kennt. Ich glaube, ich weiß es aber. Da gab es doch auf unserem YouTube-Kanal ganz zu Beginn ein Basketball-Video, wo Papa so stolz war, dass er ausnahmsweise mal mehrere Würfe ineinander getroffen hat. Johannes wird sich auch noch erinnern. Ja, das weiß ich noch. Das hieß Vielwürfelwagen. Da kam der Vers auch vor. So, Papa hat zu diesem Geist der Furcht gesagt, das ist wie beim Basketball. Jeder Wurf, den du nicht nimmst, der ist auf jeden Fall kein Treffer. Jetzt wird Basketball gespielt. Auf geht's. Und den
gehen. Friede sei mit dir. Amen. Ist Konfirmation heute noch cool? Als ich konfirmiert wurde, gab es diese Satzschöpfung noch gar nicht. Und ehrlich gesagt, hätten wir diese Zeit auch nicht cool gefunden. Unsere Konfirmandenzeit dauerte 2 Jahre. Wir mussten viel auswendig lernen und hatten eine Menge Hausaufgaben. Und unser Pfarrer verstand keinen Spaß, wenn wir die nicht gemacht hatten. Nicht cool war auch die gefürchtete Prüfung vor der Gemeinde im Vorstellungsgottesdienst. Jeder für sich allein, denn es bestand durchaus die Möglichkeit, durchzufallen und nicht zur Konfirmation zugelassen zu werden. Heute ist das alles ganz anders, viel lockerer und entspannter. Und das finde ich sehr schön. In eurer Konfirmandengruppe habt ihr erfahren, dass ihr Mitglieder einer großen, sehr aktiven und einfallsreichen Gemeinde seid. Und dies habt ihr nicht nur in Gesprächen und Gebeten kennengelernt, sondern auch bei den vielen Aktionen, die ich eben geschildert habe. Zu eurem Pfarrer habt ihr ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut und er hat euch wertvolle Hilfen für euren Lebensweg gegeben. Eure Prüfung vor dem Kirchenvorstand habt ihr im Team gut gemeistert. Ihr habt motiviert mitgearbeitet und uns gezeigt, wie ihr euren Glauben versteht und gestaltet. Und keiner ist durchgefallen. Wenn ich mich an euren Vorstellungsgottesdienst erinnere, mit wie viel Fantasie ihr gemeinsam den kompletten Gottesdienst vorbereitet habt und wie entspannt ihr mit eurem Pfarrer und den Teamen in eurer Konfirmandenfreizeit umgegangen seid, die trotz Corona mit Zustimmung des Kirchenvorstandes stattgefunden hat. Dann glaube ich, dass ihr zwar froh und erleichtert seid, wenn die Konfirmandenzeit und dieser Gottesdienst heute vorüber ist, ihr aber auch mit leisem Bedauern an manch schöne Erfahrung zurückdenkt. Vielleicht sagt ihr heute, Konfirmandenzeit ist vorüber.